Weiter geht es mit einer neuen, verhängnisvollen Folge House of Ashes. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz verhängnisvoll mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen, einfach nur eine Bewertung dalassen und einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen. Discord findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Es gibt allerdings nur die PlayStation-Version zweimal zu gewinnen, läuft aber auf der PlayStation 4 und auf der PlayStation 5. Und wir machen jetzt hier weiter und wir haben uns getrennt, was eine sehr, sehr dumme Idee ist. Eine absolut dumme Idee, aber naja, so sind wir eben. Dämlich, richtig. Gut, dann lauf hier mal durch. Hier lang. Oh nein. Fuck. Sei vorsichtig. Stolperdraht. Der Klassiker. Geräumt. Sieht einfach aus. Gegenexplosion? Nee, ich muss nur den Draht kappen. Wohl der, der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Hier Dropkick. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USBV dagelassen. Uns geht's gut, aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs, Dropkick out. Er ist unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Alter, bist du ein Typ. Bumst seine Frau und dann willst du noch tot sehen. Und Eric konnte nichts machen. Jetzt im Ernst, was hätte Eric tun sollen? Mit in den Tod stürzen? April 2, 1946. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand unleserlich Crow, die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem leviantanischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl unleserlich und im Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstige Eileen, aufgesammelt. Unleserlich bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice van Houten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich. 21. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram-Sin. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. Wisst ihr, was ich richtig geil finde? Früher konnte irgendwie auch so jeder Hans Wurst Archäologe werden. Der brauchte nur irgendjemand, der es finanziert. Aber so rein theoretisch, ne? Das war auch so eine Wissenschaft, die hat sich halt nach und nach entwickelt. Er ersticht irgendjemand anderes. Wer ist das? Eric? Ist es Eric? Könnte Eric sein. Mann, das Spiel will unbedingt, dass Eric King stirbt, ne? Gott, dieses Spiel hasst Eric. Was steht hier? A59? Sternkarte. Oh nein, oh.
Da war vielleicht noch mehr. Jetzt gehen wir weiter, oder? Mist. Mist. Er könnte uns unten auflauern. Da war eine Mumie, eine Kuhle. Leise. Ist das Joey? Er lebt noch. Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er, definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel, aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Der ist tot. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Wir lassen keinen zurück. Semper Fi. Semper Fi. Hey, erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir hörten Joey im Tunnel. Wir glauben, es war Joey. Er war es bestimmt. Wir werden ihn retten. Gut, ich gehe vor. Call Jack. Sie bleiben bei Mervyn. Sergeant Kay und ich gehen weiter. In Ordnung, Colonel. Okay, ich hoffe, wir haben nichts super Wichtiges übersehen. Salim, mein Mann. Oh, Lord. Den finde ich eigentlich auch ziemlich sympathisch. Ich hoffe, der kommt durch. Boah, no, das Vieh ist noch am Leben? Definitiv ein Vampir. Oh, willst du wirklich weiter gucken? Heieieiei. Gott, ist das eine gute Idee? Oh Gott. Holy moly. Oh, verflucht. Ich glaube, das bringt recht wenig. Ja, ja, in die Sonne, in die Sonne, in die Sonne. Ja, die Vision hatten wir schon. Jetzt weiß er's. Vielleicht war es ganz gut, dass ich es befreit habe. So habe ich diese Information. Mag kein Licht. Ein Holzflock. Ein verdammter Holzflock. Oh Gott, die Dinger sind böse. Stich nochmal drauf ein. Stutz ihm die Flügel. An American.
Ausgebildete Marines, Soldaten, whatever. Keine Chance, ne? Ein Mann mit einer Eisenstange gewinnt. Ich meine, wenn man das Vieh so töten kann, dann muss man es auch durchlöchern können eigentlich. Rein theoretisch, oder? Ich meine... Oder es ist nur vorübergehend außer Gefecht. Schon wieder so ein Ding. R19, Geheimnis gefunden. Stein mit Loch. Die Frage ist, wie lange haben wir noch Sonne? Es wird ja immer später. Kurz vor 20 Uhr. Gut aufpassen. Hörst du Joey noch? Nope. Und ich halte Joey nach wie vor für tot. Corporal Gomez, hier Dropkick. Hören Sie mich, over. Hier stimmt was nicht. Definitiv. Reste von Joey. Hui, blutiger Abdruck. Ist Joey's. Okay, mehr kann ich da nicht machen, oder wie? Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Er starb. Scheißegal, was das ist. Es ist verdammt nochmal nicht Joey. Nun, im Gefecht kann man sowas nicht immer einschätzen. Was soll das denn heißen? Vielleicht irren Sie sich ja, Sergeant. Boah, wenn ich jetzt genervt bin... Ich bin mal... Ich sag gar nichts. So. Rein theoretisch könnt ihr ja recht haben. Rein theoretisch, ja. Vielleicht ist Joey nur zusammengebrochen. Ich bin kein Arzt, ne? Es gibt ja auch Situationen, wo... Ich muss Ihnen nicht Ihren Job erklären, aber... Aber Sie werden es sowieso... Waffen prüfen, Munition prüfen, nochmal prüfen. Genau aufpassen. Achtlosigkeit ist tödlich. Wo man denkt, okay, der Typ ist tot und dann auf einmal ist er noch am Leben. Ist das Blut? Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache. Was haben wir hier drüben? Was ist das hier? Wieder so ein alter Wisch, den man wahrscheinlich nicht richtig lesen kann, oder? 23. Oktober 1946. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller unleserlich. Aline hat in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst sie hat noch nie unleserlich gesehen. Unleserlich haben Tausende im Namen der Götter getötet, die meisten Opfer unleserlich in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten unleserlich. Welche Plage oder Katastrophe fordert solch einen Preis? So viel unleserlich. Was auch immer hier vor Jahrtausenden geschah, ist unleserlich. 7. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte.
Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als ihm Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Okay, wird spannend. Mehr Informationen, weiterer Eintrag im Tagebuch. Oh, noch mehr Infos. Ja, die Waffe hat er eh nicht mehr. Die hat er schon weggeworfen. Ich hätte nicht schießen sollen, obwohl... Naja. Hinterher ist man immer schlauer, ne? So, hier ist Blut. Warte mal, geht's hier weiter oder... Gut aufpassen. Klingt sehr nah. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Ich glaube auch, wir laufen in eine Falle. Oder er wurde gebissen und verwandelt sich in Vampir, obwohl wir bis jetzt keinen einzigen Vampir gesehen haben. Das sind ja irgendwelche Monster, die... Beeilung! ...vampirähnlich sind, aber... Wie tief ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Los, gehen wir weiter. Wir können ja nicht sagen, ob es wirklich klassische Vampire sind, mit Verwandlung und allem drum und dran. Bis jetzt haben wir noch niemanden Blut saugen sehen, ja? Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Bis jetzt kämpfen wir gegen riesige Fledermäuse. Humanoide Fledermäuse. Einigen wir uns auf humanoide Fledermäuse. Können Lassen wir das so... Sie sich okay. nicht ablenken. Konzentration. Ist das eine Ablenkungshöhle? Oh nein. Brauch Deckung. Okay, das ist Joes Verbandskasten. Da hinten ging es noch weiter. Ich hoffe, das war jetzt optional. Echt mies. Okay, war optional. Moment. Okay, hier ist nichts. Das ist immer so schwierig bei solchen Spielen. Ab und zu weiß man nicht, okay, trigger ich jetzt hier... Wir müssen Corporal Gomez finden. ...den nächsten Punkt und komme dann nie wieder zurück. Das hasse ich immer. Das hasse ich immer abgrundtief an solchen Spielen. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Bleiben wir zusammen. Joey, bist du das? Hier stimmt etwas nicht. Gott, der Typ will's aber auch wissen, ne? Großartig. Scheiße, Ura. Mailman 3 am Dropkick. Colonel, sind Sie da? Over. Oh nein. Oh, verflucht. War es ein Fehler zu schießen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nicky Boy.
Und was jetzt mit Joe? Ist Joe noch am Leben oder? Wirklich irgendwelche Hirngespinst. Aber warum war dann sein Sunny-Kasten da unten? Wir stehen das durch, aber nur zusammen. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich. Sie jagen dich. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Wie alle Lebewesen können sie getötet werden. Ein Pflock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Truck, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen, okay? Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Bin bereit. Dann mal los. Salim, bester Mann, bester Mann. Der hat's gerafft, ne? Also in so einer Situation, ich würde sofort sagen, aha, Fledermaus, Vampir, Flock ins Herz. Ist vielleicht nicht Holz, aber Flocken. Ich meine, jeder kennt die 1x1-Vampir-Regeln. Und wenn ich ihn so nur außer Gefecht gesetzt hätte, hätte ich ihm die Flügel zerschnitten, da kann er schon mal nicht mehr fliegen. Alright, komm schon. Nix machen, Fehler jetzt. Muss sagen, Salim hat echt Eier, ne? Der Mann hat Balls, der hat richtig dicke Balls. Die sind blind anscheinend. Auch ein enormer Vorteil. Ich meine, ich finde Nick absolut unsympathisch, aber er ist wenigstens kein Trottel. Bis jetzt zumindest. Gott, machen die es spannend. Komm schon. Und mit dem Vieh. Nochmal nachtreten. Ich würde auf so ein Vieh immer dreimal einstechen. Echt jetzt. Immer noch zack, 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 zack. Und noch den Kopf abtrennen. Ich würde doch immer sicher gehen. Gesehen. Aber das tappt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer
glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. Tja, Bruder, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Es wird spannend. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.